Zuletzt bei Tears of the Kingdom. Mit unserer neuen Synthesefunktion und der von einem Dienerkonstrukt erhaltenen Batterie sind wir nun in der Lage, motorisierte Gefährte zu bauen. Damit bauten wir uns beim letzten Mal unser erstes Floß mit Ventilatorantrieb und nebenbei fanden wir noch einige Crocs und versteckte Truhen. Heute müssen wir uns durch einen sehr schweren Gebirgspass kämpfen, um hoffentlich zum nächsten Schrein zu gelangen. Einen wunderschönen guten Tag, Freunde von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Willkommen zurück zu einem neuen Part. Wir stehen aktuell vor dieser Höhle mit einer Lore. Wir kommen nämlich langsam ins Hochland. Hier ist es auf jeden Fall so ein Weg. Das hier ist, glaube ich, über dem Tempel der Zeit, glaube ich. Die Frage ist nur, ob es da wirklich für mich weitergeht, weil den letzten Schrein hatte ich mir hier drüben markiert. Aber das Plateau bzw. die Startinsel waren bisher eigentlich eine Gegend, in der ich mich immer sehr zurechtgefunden habe, sage ich mal. Und dementsprechend folge ich quasi einfach mal dem Weg, welchen das Game mir sozusagen vorschreibt. Und dann schauen wir quasi einfach mal, was passiert. So, ich packe jetzt hier eine Lore hin und da jetzt hier auch noch diese Motoren liegen, vermute ich mal, dass diese Loren hier per Ventilator betrieben werden. Denke ich. Zack. Und dann hüpfe ich da jetzt einfach mal rein und hau da drauf, ne? Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Und ja, tatsächlich passiert hier was. Oh, wow. Oh, wow. Okay, okay, okay. Stopp, stopp. Abbruch. Abbruch. Also, oha. Hier wird mit absoluter Dunkelheit gespielt. Sehr interessant. Aber das Ding ist ja, wir haben ja hier, passend dazu, diese Leuchtsamen bekommen. Und ich habe ich habe das Gefühl, du kannst ja nichts aus der Tasche nehmen? Ja, doch, wollte gerade sagen. Ich habe das Gefühl, dass ich hier in der Dunkelheit irgendwo ein Secret befinden könnte. Deswegen will ich mich jetzt hier erstmal ganz in Ruhe umschauen, ob wir irgendwo was verpasst haben. Aber es scheint tatsächlich, es scheint nicht so. Okay, ach, ich kann auf den Schienen wahrscheinlich nichts aus der Tasche nehmen, okay. Nee, selbst mit Licht kann ich hier in der Dunkelheit zumindest aktuell nichts entdecken. Okay, da ist nochmal so ein großer Leuchtsamen. Sehr, sehr interessant. Riesenleuchtsamen, ja. So, und will ich meine Lore hier mitnehmen oder muss ich nicht? Doch, doch. Kommen da wieder Schienen? Na, so halb. Hi, was hast du hier? Hier ist es noch finsterer als in anderen Höhlen. Falls du dich zum Bergwerkstollen vorwagen willst, brauchst du Licht. Hast du genug Leuchtsamen? Habe ich. So. Sie strahlen helles Licht aus. Sehr schön. Ja, doch, da weiß ich Bescheid. Dann werfen die einfach auf den Boden und dann läuft der Hase hier. So, und ich werde mich jetzt hier ganz genau umgucken, weil ich mir wirklich vorstellen kann, dass sich hier in der Dunkelheit irgendwo eine Truhe befindet. Also das ist doch so ein prädestiniertes Versteck für, für eine Truhe. Und was bist du? Ist das ein... Entschuldigung! Entschuldigung. Ist das ein Leuchtsteinerz? Oder sind das neue Erze? Sonanium. Ein vielfach nützliches Gestein, aus dem einst Energie gewonnen wurde und das man zu Waffen und Rüstung weiterverarbeiten kann. Wow. Sonanium. In Ordnung, Freunde. Und hier ist sehr, sehr viel von diesem Erz, habe ich das Gefühl. So, da machen wir uns natürlich erstmal wieder hier schön Licht. Da ist, glaube ich, auch noch was. Ja. Und hier sind ganz viele Stecken. Ich habe das Gefühl, dass ich mir hier irgendwie... Ah ja, doch. Ich glaube, ich kann... Hier liegen Steine und Stecken, dass ich mir hier quasi was zum Abbauen machen kann. So, mein Felsbrockenhammer macht, glaube ich, leider gleich einen Abflug. Aber das ist kein Problem. Ich komme damit schon mental klar, dass ich meinen Lieblingshammer verliere. Und die Glocke hier bimmelt schon wieder. Ja, man hört schon... Irgendwann wird uns noch erklärt, was es mit dieser Glocke auf sich hat. Ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher. So, sehr schön. Dann haben wir uns hier ein neues Bergbauutensil gemacht. Ich nehme das ganze Sonanium hier mit. Okay, aber truhentechnisch
habe ich immer noch nichts entdeckt. Aber sehr cool, wie hier wirklich so mit absoluter Dunkelheit gearbeitet wird. Yo! Hier ist wirklich einfach eine alte Mine. Wie cool ist das denn? Und eine Schmiede auch, wo die hier wirklich Sachen schmelzen und... Hä, das ist ja mal mega nice. Was geht denn hier? Warte mal, kann ich das mitnehmen? Ja, hier liegt Sonanium. Nicht doch. Das ist Sonanium, das ich zu anderen Materialien verarbeiten möchte. Ich kann es dir leider nicht überlassen. Sonanium? Oh, du hast davon noch nicht gehört. Bei besagtem Sonanium handelt es sich um ein besonderes Erz, das in den Tiefen des Landes abgebaut werden kann. Auch auf dieser Insel lässt sich ein wenig davon zutage fördern, jedoch nur in dieser Höhle. Unsere Zivilisation gedieh, indem sie diese Ressource verarbeitete und daraus weitere Materialien herstellte. Okay, dann ist Sonanium der Grundbaustein dieser ganzen Sonau-Zivilisation. Bei der Verarbeitung wird Sonanium in einem Ofen geschmolzen und zu diversen Materialien weiterverarbeitet. Zufälligerweise steht eine Ladung solcher Materialien gerade kurz vor der Vollendung. Bitte warte einen Moment. Sehr gerne. Was kommt denn da jetzt auf uns zu? Vielen Dank für deine Geduld. Erlaube mir dir zu erklären, welche Materialien hier gewonnen werden. Die Sonau-Energiesphäre. Sie dient den Sonau-Erzeugnissen als Energiequelle. Dann hätten wir auch noch den Sonau-Energiekristall. Diese enthält Energie in gehärteter Form. Verarbeiten bedeutet also, aus Sonanium Materialien mit anderen Eigenschaften herzustellen. Was macht der Kristall? Sonau-Energiekristalle enthalten Sonau-Energie in gehärteter Form. Sie finden vorwiegend Anwendung als Material zur Herstellung von Batterien. Da können wir unsere wahrscheinlich maximale Batteriekapazität erhöhen. Sonau-Energiesphären versorgen Sonau-Bauteile. Oh. Warte mal, versorgen Sonau-Bauteile und uns Konstrukte mit Energie. Du kannst sie einsetzen, um die Energie einer Batterie wieder aufzuladen. Okay, ja, ich hätte gern hier so einen Kristall. Ah, und pro 3 Sonanium kann ich mir hier so einen Kristall herstellen. Ich würde alles nehmen. Ach so, ich kaufe die. Ah. Okay, ich kaufe 8 Stück davon. Werde das erhaltene Sonanium später weiterverarbeiten. Wenn du also Materialien benötigst, komm wieder, sobald der Verarbeitungsprozess abgeschlossen ist. Okay. Sehr spannend. Sehr spannend. Aber wir können hier auf jeden Fall noch mehr Sonanium abbauen. Ich habe mir das einfach mal gekauft, weil es klang jetzt für mich so, als ob ich das brauche, um, wie gesagt, neue Batterien herzustellen und damit insgesamt so unsere Batteriekapazität zu erhöhen, weil wenn ich hier an unseren Gürtel an der Seite gucke, dann sieht das aus, als ob wir bis zu 8 Batterien tragen können, zumindest rein grafisch. Und deswegen dachte ich mir, kann es doch nicht schaden, wenn wir da relativ schnell darauf achten, ne? Möglichst schnell sozusagen uns da weitere Batterien herzustellen. So. Oh Gott, hier ist einfach noch viel mehr davon. Ja, her damit. Ich kann alles brauchen. Ich finde es auch richtig cool, wie Link dann farblich so schwarz-weiß wird, wenn man sich hier in so absoluter Dunkelheit befindet. Das ist so stark. Ich helfe dir mal, Kollege, ne? Bedrohung erkannt. Der erklärt uns bestimmt, wenn wir hier Sachen abbauen können, vermute ich mal. Selbst diese Höhle war einst reich an natürlichen Ressourcen, doch diese werden rarer und rarer. Eigentlich benötige ich Hilfe, um meine Pflicht hier zu erfüllen, doch leider scheint keine Unterstützung einzutreffen. Daher verdopple ich meine Mühen und schürfe und haue Gestein so emsig ich nur kann. Was für gute Arbeitnehmer. Holy shit. So, kann ich das auch kaufen? Ah, ich bitte freundlichst, die Finger davon zu lassen. Ist es möglich, dass du vergessen hast, Kapseln mitzubringen? Kapseln? Diese Äußerung entnehme ich, dass du sie vergessen hast. Oder ist es sogar möglich, dass du sie gar nicht kennst? Kapseln sind handlich verpackte Sonau-Bauteile für unterwegs. Leicht zu transportieren und äußerst praktisch. Da du keine bei dir zu haben scheinst, gebe ich dir etwas von meinem Vorrat ab. Ventilatorkapseln. Bei diesem Sonau-Bauteil erzeugt der Propeller im Gehäuse Wind. Die Sonau sollen Ventilatoren zum Transport von Objekten und zur Fortbewegung genutzt haben. Es handelt sich dabei um Ventilatoren. Du kannst sie jederzeit einsetzen. Ah, da kann man sich quasi Bauteile aus dem Nichts holen. Sonau-Bauteile sind ausgesprochen nützlich und in großer Vielfalt vorhanden. Ich habe darum immer welche dabei. Leider vergessen viele, sie mitzunehmen. Deshalb halte ich immer zu nach Nachschubausschau. Die Kapseln, die ich dir gegeben habe, waren aber meine letzten. Bitte pass gut darauf auf und verliere sie nicht. Beachte bitte unbedingt, dass du Kapseln nach der Entnahme aus der Tasche nicht zurücklegen kannst. Okay, also Einweg-Ventilatoren sozusagen. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ne? So, das heißt quasi, wir können jetzt wieder hier so eine Lore platzieren.
Die Frage ist, warte mal, kann ich da. Meint ihr, ich kann da oben drauf? Irgendwie habe ich das Bedürfnis abzuchecken, ob ich hier oben auf das Dach der Schmiede kann. Das ist, das wirkt irgendwie so. Oh, what? Ich slide. Oh, wow. Warte mal. Ist da eine Art unsichtbare Mauer oder so? Einen Moment, Freunde. Passt auf. Dann klettern wir jetzt hier rüber. Ja. Und gehen jetzt hier hoch. Aha, aha, aha. Komm schon. Belohnt mich. Nein. Oh, das wäre so cool gewesen, wenn sie hier oben eine Truhe hingepackt hätten. Schade. Das wäre nice. Das wäre richtig gut gewesen. Okay. Dann gucke ich jetzt aber mal, wie das mit den Kapseln geht. So, ich kann auch sortieren. Und jetzt habe ich hier einmal sortiert. Sortieren nach Typ. Nach Angriffsstärke, am häufigsten verwendet oder Sonau-Bauteile zuerst. Wie cool ist das denn? Es gibt unterschiedliche... Ne, es gibt unterschiedliche Sortierungstypen. Das ist ja mal mega. Boah, ohne Scheiß. Tears of the Kingdom hat so viele Komfort-Features. So viele Dinge, die sie einfach besser oder komfortabler gemacht haben als im Vorgänger. Also, man sieht wirklich... Welche Learnings sie aus Breath of the Wild gezogen haben, das ist ganz, 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 ganz großartig. So vieles, was in Breath of the Wild genervt hat, ist in Theotica besser. Sie haben extrem viel auf die Community gehört. Das macht richtig Spaß zu beobachten. Ich bin massiv begeistert. Das ist so stark. Das ist so stark. Ah. Aus dem Tempel der Zeit erklingt jeden Morgen und jeden Abend ein Klang der Zeitglocke. Mhm. Für uns, wie auch für die Konstrukte, war dies das Signal, uns zu erheben und uns wieder zur Ruhe zu begeben. Auch unsere Rituale und Zeremonien läutete die Glocke ein. Sie war der Herzschlag dieser Insel. Der Anblick des Tempels und der Klang der Glocke. Beides lässt die alten Zeiten in meinem Geiste auferstehen. Okay. Jetzt wissen wir zumindest, was wir da quasi die ganze Zeit hören. So, nehmen wir jetzt hier... Diese Axt, genau. Oh, da waren richtig viele Pfeile. Also pfeiltechnisch haben wir echt schon viel gefunden. Das ist sau, sau cool. So. Jetzt muss ich mich hier aber jetzt mal wieder ganz in Ruhe umschauen. Ne? Hier ist jetzt, glaube ich, schon richtig, richtig viel los. Hier ist auf jeden Fall auch noch ein bisschen eine Art Kapsel. Ah, warte mal, hier kann man sich bestimmt Kapseln rauslassen. Das ist ein Kapselautomat. Das ist wie ein Kaugummiautomat. Wie cool. Kapselspenderbetrieb bestätigt. Heutiges Kapselproduktionszoll wird voraussichtlich erreicht. Oh, du möchtest den Kapselspender verwenden? Wir haben das Zoll fast erreicht. Du kannst ihn ruhig verwenden. Kapselspender? Das ist ein Kapselspender. Er kann mit den entsprechenden Ressourcen Sonau-Bauteile herstellen. Er verarbeitet Ressourcen wie Konstrukthörner und Sonau-Energiesphären. Nimm einfach etwas in die Hand und wirf es in die Öffnung. Dies funktioniert ganz ähnlich wie bei einem Kochtopf. Möchtest du auch etwas über Kapseln erfahren? Nee, über Kapseln weiß ich Bescheid. Interessant. Okay, die müssen wahrscheinlich... Müssen die hier rein? Schauen wir mal nach, Freunde. So, dann nehmen wir uns jetzt hier mal so eine Sonau-Energiesphäre. Keine Ahnung. Moment. Gönnen wir uns einfach mal 5 Stück und werfen die da rein. Wie geil. Hä, wie cool einfach. Wow, wie viele! Ja. Reisekochtopf. Ah, dann kann man überall kochen. Yo. Hä, wie nice. Flammenwerfer. Ein Sonau-Bauteil, das Flammen nach vorn verschießt. Es wurde ursprünglich für den Schutz vor Monstern konzipiert. Okay, Freunde, das ist ja mal Gambling. Es ist Gambling at its best. Rein da. Werfen wir gleich nochmal 5 Energiesphären rein. Das ist ja mal so mega. So, okay. Aber das ist Ventilator, Reisekochtopf und Flammenwerfer sind jetzt quasi die einzigen 3, glaube ich, die wir hier wahrscheinlich rausbekommen können. Oha, ich liebe es, Freunde. Ich liebe es. Es ist so stark. Es ist auf der einen Seite so skurril, aber dabei dennoch so cool einfach. So, warte mal, was ist hier los? Mir ist da nämlich, ich sehe da nämlich was auf der Karte. Warte mal, aber wozu ist das? Ist das, damit ich da rüberkomme? Das ist, damit ich da rüberkomme! Aber mir wird hier in die Richtung
wird mir eine Höhle angezeigt. Welche ist... Aber das ist die da vorne, ne? Oder... Nee. Da, angeblich stehe ich jetzt direkt über einer Höhle. Aber die muss da wahrscheinlich ganz unten sein, oder? Da gucken wir uns später um, Freunde. Da gucken wir uns später um. Was haben wir da drüben denn jetzt für ein Geschöpf, Gerät, was auch immer? So, platzieren wir dich mal hier. Okay, das sieht mir irgendwie nach einer Art Mini-Boss-Fight aus. Jetzt passt mal auf. Ich speichere hier erstmal, bevor irgendwas passiert. Was bist du? Sieht er mich hier schon? Oh, der Ton. Alpha-Block-Konstrukt. Wow! Okay, ich muss wahrscheinlich seinen Schwachpunkt da treffen, oder? Ja. Ah, und dann kann ich ihn verprügeln, oder? Okay. Okay, 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 okay. Ja, nochmal ein Treffer. So, jetzt muss ich wieder auf Abstand gehen, weil er jetzt gleich wieder stampft. Genau. Yo, wie geil ist das denn? Ich bin gespannt, ob es von denen so richtig viele unterschiedliche Formen gibt oder so. Aber die haben natürlich massive Ivarok-Vibes. Das muss man jetzt mal natürlich, muss man jetzt mal festhalten, ne? Aber mega... Oh, die springen auseinander! Okay. Okay, und jetzt bauen sie sich wieder zusammen. Stark, 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 stark. Jetzt wird der ein Würfel! Yes! Noch ein Treffer! Okay, rollt er sich gleich weiter? Ja. Okay, er bröckelt wieder. Er bröckelt wieder. Ich muss sehr auf meine Ausdauer aufpassen, ne? Aber meine Zweihand-Steinaxt hält richtig lange. Das ist ja mal super angenehm, Freunde. Also ich meine, ich habe mit der jetzt schon sehr viel geprügelt. Und die hält einfach immer noch. Die hält den ganzen Kampf aus. Jetzt ist es eine Plattform geworden. What the hell? Okay, jetzt schießt er auf mich. Das war ein Treffer. Das war ein Treffer. Und das auch. Wir haben unser erstes Alpha-Block-Konstrukt besiegt. Mega. Und da kam sogar eine Kapsel raus mit einem Flammenwerfer, mit einem Ventilator. Und was bist du? Okay, das sieht mir nach einem sehr, sehr interessanten Bauteil aus. Das kann ich nicht mal nutzen. Kann ich das hochheben? Was ist das denn? Hä? Warte mal, kann ich das vielleicht an eine Waffe ranmachen? Kann ich das synthetisieren? Ja, ich glaube schon. Jetzt muss ich aber nur eine passende Waffe finden, wo ich das hinmachen kann. Ich habe da nämlich keine. Och nee, och nee. Ich habe das Gefühl, das ist für eine Waffe, aber ich habe gerade keine Waffe, die nicht bereits mit irgendwas kombiniert ist. Ich meine, ich könnte es an mein Schild dran machen. Okay, dann mache ich es an mein Schild dran. Ich mache es an mein Schild dran, bevor ich es an nicht... Schaden plus 10, ja. Also natürlich total hohl, aber vielleicht mit dem Schildblock kann ich dann Damage machen. Aber natürlich ist das eher für eine Waffe gedacht. Also sehr interessant, aber das wusste ich natürlich nicht. Ich wusste natürlich nicht, dass Bosse auch Crafting-Materialien fallen lassen können, welche unsere Waffen verstärken. Okay. Sehr, sehr, sehr beeindruckend. Wieder ein Learning, Freunde. Wieder etwas gelernt. Und da will ich jetzt natürlich auch noch hoch, weil das sieht irgendwie auch sehr interessant aus. Die Frage ist nur, komme ich darüber? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich hier schon hinkommen soll. Das ist zu weit weg. Okay, dann komme ich da noch später hin, sobald wir dann im Schneegebiet unterwegs sind. Oh, unseren ersten Miniboss besiegt, Freunde. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? So, will ich jetzt eigentlich schon ins Schneegebiet oder will ich jetzt erst nochmal hier rüber? Ich bin noch unschlüssig. Hoffentlich reicht der Sprung. Ja. Ich weiß noch nicht genau, wo und wie wir jetzt am besten weitermachen. Also, ich kann hier vorne in eine Höhle rein. Ah, aber da ist auch der direkte Weg ins Schneegebiet. Ansonsten sehe ich jetzt tatsächlich gar nicht so viel, was ich hier sonst noch machen kann. Dieser Baum ist sehr, sehr groß.
Vielleicht überprüfen wir den mal. Vielleicht versuche ich mal, diesen Vogel da oben zu treffen. Nein! Mein Bogen hat zu kurz geschossen. Und irgendwie würde ich jetzt gerne noch ein paar Stöcke oder so finden, damit ich craften kann. Damit ich sinnvoll craften kann. Okay, ich kann hier auch weiterfahren. Ich kann hier mit den Loren weiterfahren. Dann lande ich hier oben. Und das dann auch mit dem Schneegebiet verknüpft. Okay, wisst ihr was? Ich fahre mit den Loren weiter. Und hier ist nochmal ein Croc. Oh je, was für ein Schlamassel. Wer hätte gedacht, dass ich von meinem Freund getrennt werden würde? Schon wieder jemand, ne? Sieht aus, als würde mir ein Rauchsignal schicken. Warte mal, kann ich den eigentlich... Ich kann den transportieren! Oh, das hätte ich auch mit dem anderen Croc davor machen können. Oh, boy! Da hätte ich den anderen Croc davor auch retten können. Okay, warte mal, wo war das? Wo war der andere Croc? Warte mal. Der war hier. Der war hier. Ich markiere mir das gleich mal, dass wir dem auch noch helfen. Das wusste ich nicht, dass ich... Okay. Dann gibt es wohl immer wieder so, ja, so Transportquests, wo man Crocs von A nach B bringen muss. Alles klar. So, passt auf. Dann setzt... okay, meine Lore hat sich einfach neben die Schiene gesetzt. Würdest bitte in die Schiene reingehen? Bro, jetzt ist nur ein Rad verbunden. Please. Danke. So, Kollege. Wir schaffen das. Wir schaffen das. So, dich legen wir hier vorne hin. Und dann transportieren wir dich jetzt rüber. Ich bin doch für dich da, Meister. Dann machen wir direkt aus. Dann nehmen wir dich hier runter. Von den Schienen. Ich kann den nicht von den Schienen nehmen, weil dieser Croc da noch drin ist. So. Endlich wieder zusammen. Du hast meinen Freund hergebracht? Danke. Viel habe ich nicht, aber das kann ich dir geben. Aber das ich dir geben könnte. Aber wenn du magst, kannst du das hier haben. Zwei Croc-Samen kriegt man dafür. Ah. Sehr schön. Ja, dann müssen wir uns die Croc-Samen da vom Anfang auch noch abholen. Aber das machen wir dann später. Ich habe es mir markiert. Alles, was ich mir markiere, werde ich nicht vergessen. Bevor wir das Plateau hier verlassen, werden wir all die markierten Orte auf jeden Fall noch überprüfen, Guys. So. Und hier ist jetzt auch noch eine Truhe. Sehr schön. Boah, es ist ja insane, wie riesig dieses Anfangsgebiet ist. Und es fühlt sich wirklich nicht wie so ein lästiges Tutorial an. Das muss man wirklich auch mal sagen. Es fühlt sich nicht wie so ein super nerviges Tutorial an, was so gar keinen Spaß macht, wo man sich einfach nur denkt, boah, wann ist es endlich vorbei? Sondern man kriegt wirklich spielerisch alles erklärt, was irgendwie, wo man das Gefühl hat, dass es sinnvoll ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, was geht jetzt hier ab? Wenn ich die Lore hier draufsetze und wir losfahren, dann kippen wir ganz offensichtlich da vorne irgendwann von der Schiene. Jetzt habe ich hier aber einen Haken. Wartet mal. Wartet mal. Kann ich mir hier einen Minenwagen mit Haken bauen? Das schauen wir jetzt ja gleich mal nach, Freunde. Das schauen wir jetzt ja gleich mal nach. So. Hierhin. Boah, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Das ist schon eine sehr wilde Konstruktion. Aber wer weiß. Aber wer weiß, weil theoretisch kann ich die jetzt ja hier einhaken. Ach du Scheiße. Das wird doch niemals funktionieren. Die Ventilator-Power wird doch niemals reichen, oder? Als ob. Als ob. No fucking way! Oh mein Gott! Hä, wie stark einfach! Also, das hat jetzt natürlich nicht viel mit den Gesetzen der Physik zu tun, da brauchen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten, ne? Verdammt cool ist es! Wow, okay, also einzelne Ventilatoren sind wirklich massiv stärker, als man im ersten Moment denkt. So, hier sind ganz viele Äpfel. Die nehmen wir auf jeden Fall gleich beide mit. Essen kann man wirklich nie genug haben. Und hier vorne ist gleich noch eine Truhe. Sehr schön. Mit einem Reisekochtopf. Hier könnte ich mir jetzt was kochen. Und ich vermute, das wollen die jetzt auch. Weil ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern, bis wir ins Schneegebiet kommen. Und dann werden wir das wärmespendende Essen brauchen.
welches wir uns aber bereits gemacht haben. Die Frage ist jetzt nur, wie geht's hier für mich weiter? Also hier geht's halt tatsächlich nicht weiter. Das ist, oder warte mal, auf der Karte, wenn ich hier rüber gehe? Nee. Hier über uns ist noch ganz viel, aber da komme ich so schnell nicht hin. Aber hier ist Wasser. Hier ist Wasser. Okay. Dann war das reine Erkundung hier. Platsch. Wir sind wieder am Start. So. Was ich jetzt aber auch noch gesehen habe, ist, dass wir hier vorne eine Höhle haben. Genau, und da sind auch Chilis. Sehr, sehr, sehr cool. Grubenhöhle. Gut, und ich meine, wenn uns hier schon so offensichtlich nochmal so ein Kochtopf präsentiert wird, dann würde ich doch vorschlagen, dann nutzen wir doch unsere Chilis nochmal. Wir haben jetzt auch hier so ein bisschen Fleisch. Wobei, nee, ich mache ein Fleisch und eine Chili. Weil wir haben sowieso nur 3 Herzen. Das ist alles, was mehr als 3 Herzen heilt, wäre sowieso verschwendet. Und so können wir uns ein bisschen Fleisch und ein bisschen Chili sparen. Und uns einfach noch mehr Gerichte kochen, die uns vor der Kälte schützen. Sehr schön. Zum Glück haben wir gejagt. Also das ist, warte mal, das war jetzt Kälteschutz mal 2. Das ist das, was ich euch erzählt habe. Hier, Kälteschutz mal 2. Das ist das, was ich euch erzählt habe. Beim Essen ist immer noch so ein gewisser Zufallsfaktor dabei. Ihr bekommt manchmal immer unterschiedliches Essen aus den gleichen Zutaten. Sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Aber wisst ihr was, Freunde? Ich denke, an dieser Stelle machen wir Feierabend. Freunde. Noch nicht. Verdammt. Oh mein Gott, ich habe hier noch einen Felsbrockenhammer. Sehr geil. Hier ist noch ein geheimer Weg. Okay. Mit sehr vielen Leuchtsamen. Oh mein Gott, wie viele Leuchtsamen sind hier. Also das Spiel will auf jeden Fall, dass man genug davon hat. Und hier noch ein Bärtchen und ein Rodonit. Eine kleine geheime Höhle. Das ist nice. So. Und dann, glaube ich, sind wir hier erstmal am Ende. Beim nächsten Mal wird dann vermutlich das Schneegebiet kommen. Ich hoffe, ihr begleitet mich auf der Reise. Ich habe den Spaß meines Lebens. Und noch ein ganz liebes Dankeschön an Hykris Ski und JT90PRL für eure Riesenkanalmitgliedschaft.